So, dann sagen wir mal hallo und herzlich willkommen zurück zu 7 Days to Die. Ich bin der Zoverock, mit dabei ist die Schlupfwiederuhu und der Joe. Hallo, guten Abend oder guten Tag. So, Affenhus, wo ist denn zu Hause da? Flucht. Ja, das kenne ich auch. Lolololo, Offroad. Das ist ein Mountainbike. Das ist ein Offroad-Bruder. Ja, warte mal, da müssen wir längst. So, komm mal her. Mein Fahrrad ist auch bald im Eimer. Da ist nicht mehr hier viel hin. Ja, Fahrzeuge sind sowieso schnell im Eimer. Da musst du aufpassen. Ich gehe da doch so pfleglich mit um. Ich weiß gar nicht, warum das so, ne? Verstehe ich gar nicht. So. Pihot. So, wir machen das raus. Das rein. Habt ihr euch schon mal vor eurer eigenen Doofheit erschrocken? Ich gerade tatsächlich an dem Müll, durchsuche den. Und? Drehe mich dann so nach links und sehe dann aus meinem eigenen Augenwinkel, sehe ich von dem Schraubenschlüssel oben den, ja, den oberen runden Bart, ja. Mhm. Und guck jetzt dreimal hin, ob dann zum Mummel kommt. Da habe ich mich jetzt erschrocken. Aber soll vorkommen. Paranoia! Oh, schon wieder? Oh, da fliegt schon wieder was. Was ist denn hier los? Das war richtig tief heute, die Kollegen. Abwurfkiste. Ja. Wer geht? Ich mach mich auf den Weg. Gut. Ich war doch vorhin gerade. So. Brauchen wir noch irgendwas für die Hordengeschichte da? Oder haben wir alles? Also Spikes sind da. Die Plattform ist fertig. Essen, Trinken würde noch uns gut zu Gesicht stehen. Okay. Munition und AK auch. Okay. Ja, meine ich ja. AK, Munition ihn noch. Zimmerflak, 50 mm. So Sachen halt, ne? Ja gut, ich meine, dann sind wir dann fast schon dran. Hm. So. Aber das findet so jetzt alles in der Kiste, was wir brauchen. Ja, genau. Eben. Auto, Fahrrad, Moped. Ja. Ich nehme das Moped, so war das Fahrrad, weil so. Er liebt ja Fahrräder. 4 AKs liegen da drin und dann passt das schon. Na komm her. So. Na gut. Oh, Schlupfine hat gerade eben ein bisschen Leben verloren. Hm, was habe ich? Leben verloren ein wenig. Yep. Der hat gehauen. Hat nicht mal gefragt, ob er darf. Kannst du mal dem Wetter sagen, dass es wieder mal besser werden soll, weil ohne Helmlicht ist das jetzt gerade ein bisschen doof. Oh, ganz düster. Wo denn? Na komm runter. Wer von euch hatte denn eigentlich jetzt schon ein Helmlicht? Ich habe eins. Oh. So, was hätten wir denn hier? Fertigungsfertigkeit? Zeitschriftenpaket? Was hätten wir da noch? 3 Bücherpakete, ein Ei mit Speck, einmal trinken und einmal Tagebuch des Jägers Band 5. Oh. Tagebuch des Jägers, Band 5. Guck doch mal, ob du es schon hast, Joe. Ich gucke sofort, ich bin gerade hier dabei zu fliehen. Halt den Mund, lauf woanders hin, lass mich. Ich glaube, das ist ein Buch, das können wir alle noch brauchen. Im Moment brauchen wir alles. Ja, das ist nämlich das.
Das ist nämlich leider das. Junge, Junge, ich kann hier nicht raus. Es ist leer. Leer. Schlumpfine, ne? Ja. Bist du in einem Haus irgendwo drin, ne? Ja. Hier, auch dauert ein Licht aufblitzen. Ich habe aber gerade... Jetzt kannst du, wenn du was willst. Was? So, jetzt kannst du, was wolltest du? Ich wollte nur wissen, ob du gerade in der Nähe bist oder in einem Haus. Hast du gerade was zu tun? Ja. Was davon? Von den dreien? Ich habe gerade was zu tun. Läuft bei euch, höre ich gerade. Jetzt wenn ich mal dein Helmlicht ganz kurz leihen können. Weil ich habe hier eine Quest und kann sie nicht machen, weil ich sehe nichts. Oh, ich bin 30 Meter von dir entfernt. Ich habe doch ein Helmlicht dabei. Kannst du gerne haben. Kriegst du auch danach wieder. Gar keine Frage. Aber wo bist du? Du bist hier in dem Trailer drin? Hier? Ja, ja, ganz da hinten im Raum. Aber gehe ich aus dem Raum raus, ist Nacht. So, mein Bester. Und zwar... Kann ich denn jetzt einfach hier so hingehen? Ich hab gerade gehupt. Sehr schön. Ich danke dir. Sehr gerne. Dragen. Wie gesagt, du kriegst sie gleich wieder. Ja, ja, mach mal. Wie du es brauchst. Du weißt ja, wo ich wohne. Ja, ja, ich weiß, wo dein Haus wohnt. Keine Angst. So, Jungs, ich komme. Jetzt habe ich kurz Licht gekriegt. Junge. Nicht alle auf mal. Nicht alle auf mal. Warum nicht? Nee, ich hau jeden, aber nicht mehr nacheinander. Um Gottes Willen. Alle kommen! Oh! Oh! Au, 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 au! Was denn, au, au? Ich verblute hier. Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das wäre schon, ne? Blöder Hund, du. Warte mal, guck mal her. Das machen wir doch noch nicht mal anders. Denk dran, Klumpin, ich mache in dem Gebäude hier gerade meine Quast, ne? Solange wie du hier nicht drin bist, wo ich bin. Ich weiß nicht, wo du bist, oder? Du bist in meinem Gebäude drin. Hast du schon angenommen jetzt? Ja, na klar. Na, dann warte ich. Wäre nett. Ach ja. Ach, Tagebuch vom Jäger habe ich ja noch gar nichts, sehe ich gar nicht. Ich habe auch erst eins. Würde ich mir das mal eben kurz durchlesen. Oder kriegt jemand durch das fünfte Band seine Serie komplett oder so? Nee, da sind wir dann perfekt von, glaube ich. Uiuiui. Ui, ui. Schön wär's, ja. Ja. So. Raus da. Okay. Oh Mist. Oh nicht. Mann. Hast du hier drin ja auch eine Quest oder was? Nee, Quest nicht. Ich hatte so angefangen. Mach mal, ich warte hier. Ich guck dir den Rest noch zu. Ja, da ja. Da sind ja noch was zum Buddeln. Wo ist denn die Ausdauer hin? Fangst du wieder ein, Oktober? Ja, immer nicht so einfach. Ich habe Aua am Knie. Alter, wieder, das ist schon wieder los. Leichte Infektion, das haben wir hier. Musst du säubern oder? Nee. Schürfwunde. Du hast deine Schürfwunde behandelt. Okay, alles klar. Da oben war ich, Rufo. Ach, da hat es leer gemacht schon? Ja, ich wusste ja nicht, dass du deine Quest hast, dass du auch in demselben Haus drin bist wie ich. Ich war ja schon die ganze Zeit hier drin und du kamst auf einmal.
bist ein Materialdieb. Hast du hier alles leergeräumt bei dir schon, ne? Ja. Aha. Kannst du ruhig mal reingehen jetzt, wenn du möchtest. Ist nämlich nichts mehr da. Ja, stimmt, die Hälfte habe ich ja. Ja. Die Hälfte, die mir jetzt fehlt. bleib da stehen, bevor du wegrennst. Ich hab noch was für dich. Oh nein. Motorrad? Leute, nicht alle auf mal. Uiuiuiui. Was ist das? Nee, ist das Gott. Auf alle Fälle mal das da. Oh. Bist du? Gut. Alter, was ist los? Was ist das? Mhm. Gut. Das war's. Gut. Alles andere ruhig nach Hause. Oh. Aua, aua, aua. Was denn aua, aua? Machst du? Ja, aua halt, ne? Ja. Gehen wir mal runter. Ein bisschen an frische Luft. Ein bisschen Abstand halten. Muss mal, ich hab schon wieder Durst. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Wieder ein Eichen. Was war das? Ich hab schon wieder ein Ei gefunden. Ach nee, ich sehe gerade, hier ist noch eine Quest. Ach hier, da habe ich eine, ja. Ach so. Gott, da kann ich ja schon mal reingehen. Mach mal. Nein, nicht weg und dann hole ich mir meins ab. Nein, alles gut. Sei denn, da drin ist jetzt noch ein Beutelchen Ausdauer. Die klaue ich dir dann definitiv. Ich glaube nicht. Ich kann ja vorher mal gucken, Ruche. Ah. Wo ist hier in der drinnen? Ja. Der Boden ist hier noch zu feucht? Oh, das hört sich auch scheiße an. Der Boden ist voll feucht. Nee. Da ist ein Hasi und ich habe keine Ausdauer. Wo ist er denn? Bleib oben? Doch stehen. Bleib doch stehen. Was das hat er da geschehen? Was ist das hier? Hier hast du dein Mützchen. Ich habe keine Ausdauer. Werkzeugen, so was ist das? Verbessert die Fertigkeiten von Fahrzeugfertigungen. Okay, das gar nicht, ja? Das brauchen wir, glaube ich, ne? Komm her! So. Fang lieber den Hasen mit, Ruro. Ich muss mich jetzt erstmal leer machen. Noch irgendwas hier? Nee, ne? Sag mal, was hat denn der für Leben? Zweimal drauf jahren habe ich schon. Der ist schon massiv, der Kamerad. Ja, einer von der harten Sorte. Ja, sieht so aus. Nur die harten kommen nicht geordnet, wie du weißt. Genau. So. Basteln. Wie komme ich denn weiter nach oben? Ist hier nicht irgendwo eine Treppe? So. Bin ich beleidigt und gehe dafür in den Garten. Das könnte ich aber auch machen. Ist hier keine Treppe drin oder ist das los? Da ist doch noch irgendwas. Oh Mist. Da oben. So, Dille. Es kommt zum Händler. Na? Wir kommen sogar beim Ernten in den Schwitzen hier. Mal gucken, was da oben ist. So, wieder da. Ich hatte gerade Telefon. Oh, ist wieder da. Da war dringend. Ich hab schon gedacht, du warst. Da war die Frau Mutter am Telefon. Ah, sag hier, ich schmeiß dir dein Mützchen wieder hin. Oh ja. Und als kleines Dankeschön kannst du da vielleicht das hier dafür benutzen. Oha. Warte. Weil es ist stabiler als dein Mützchen. Sehr vorsorglich, fürsorglich. Ja, bevor dir was auf den Kopf fällt. Ja. Ja, ne? Ja, ne? Echt mal. Ist denn überhaupt irgendwas? Keine Ahnung. So. Also was kann echt Kopfschmerzen machen. Das ist richtig. Ja. Zack. Alter. Und dann noch so ein Trollen. Naja, selbstverständlich. Na hör mal, das kann ich anziehen, was ich will. Jetzt bin ich immer gut gekämmt. Ja, ne? Vom Feinsten. Kann aber nichts mehr schief gehen. Nein. Nee. Alter, was ist mit der Ausdauer los? Diese Fremdwörter. Merkst du, Ruru? Ja. Die musst du festhalten. Kannst du noch nicht weglaufen lassen.
schön festhalten. Mhm. Lupine? Ja? Was hast denn du für ein... noch ein Messer oder wie auch immer? Ein Dreier. Ein Dreier? Ja, ein Dreierknochenmesser. Ich habe hier etwas, etwas Besseres. Hier, extra original nur für dich. Dankeschön. Machst du mir dann gleich dein Dreierknochenmesser, Schlumpfine? Ja, ich schmeiß dir hin. Bist du hier? Ja, ich stehe gerade oben auf dem Schlafsack. Ich komme runter. Warte, muss ich nochmal hochnehmen, sonst wird das nichts. Gut. Warte mal. Ja, hier. Danke. Drin. Mal, guck mal. So, damit. Das ist doch schon angenehmer. Besser, na gut. Ne? Absolut. Guck mal, ich kann es aus dem Winter gucken. So. Was denn? Das? Dann haben wir noch Medizin. Ach ja. So, haben wir denn eigentlich noch ein Schlücki Wasser? Ich bin hier tierisch am Verdursten. Ja, muss mal gucken, müsste noch da sein, Probe. Ja, wenn ich mal das Richtige aufmachen würde. Ach ja. So. Haben wir vielleicht eventuell einen Honig zu Hause? Ja, ich hätte einen. Honig haben wir zu Hause, ja. Kann ich dir entgegenkommen? Kann ich dir den bringen, wenn du brauchst? Nee, so wichtig ist nicht. Ich bin gleich, ich mache mich eh gleich auf den Sack zurück. Ja, du bist aber noch nicht über die magische Grenze hinaus, ja? Na, 2,4. Ja, komm, ich lauf dir ihm entgegen, scheiße. Oh. Wir haben 5 Stück, haben wir hier schon gesammelt. Na, ich mach mich auf die Socken, ich komm, ich bin gleich da. Ja, alles gut. Ich bin auch auf dem Weg jetzt zu dir. Ich komme dir ein Stück entgegen. Nicht, dass du da über die kritische Marke hinauskommst und dann... Kritische Marke von 4? Ja. Aha. Was war da? Oh. Ah, ich hab keine Ausdauer. Ich weiß nicht, was bei uns heute wieder für eine Aktion war, aber heute haben sie wieder bei uns im Rewe wieder Bier verteilt, wie beim letzten Mal schon. Ui. Aha. Letztes Mal war das bei diesem Vatertag. Upsala. Ja, heute ist ja 7. Juli, ne? Ja. Ja. Dann ist das bei uns am 10. oder 11. oder 12. irgendwie sowas. Machen das bei uns auch seit neuestem. Keine Ahnung, warum, wieso, weshalb, weswegen. Ich habe auch keine Ahnung. Dankeschön. Dankeschön. Sehr gerne. Du gehst bei uns an die Kasse, du gehst zahlen und einmal... Und drücken Sie eine Pulle oder 2 Bier in die Hand, ne? Genau. Ja, ja. Aha. Da kannst du dann immer beobachten, wenn dann immer die Leute wieder reingehen, aber jedes Mal an eine andere Kasse gehen. Mhm. Da gibt es immer wieder gleich Neues. Ja, solche Leute ist... Krieg ich ja gleich einen Kasten mit, weil ich habe so viele Flaschen da draußen. Ja, genau. Nimm mich doch mit am Gepäckträger. Ja, ich würde ja gerne, aber weiß ja, ne? Laufen macht schlank, ich weiß. Bleibt man gesund bei. Kannst du das nochmal wiederholen? Saufen macht schlank? Ja. Nein, also Laufen macht gesund, habe ich gesagt. Also ich bin eine Zeit lang, was war das ungefähr so ein halbes Jahr oder so, bin ich mit dem Rad zur zur Arbeit gefahren. Ja, habe das aber dann wieder sein gelassen, ne, weil viel zu wenig Platz im Auto, ne? Ja. Naja, ich mache das genauso. Ich fahre auch mal mit dem Fahrrad zum Auto. Mach schon seit Jahren so. Wenn das Haus so groß ist, was das machen? Ja. So, dann machen wir das hier. Da. Oh, hier liegen 2 Nester. So, nochmal zurück. Die Quest muss ich nochmal fix mitmachen. Ja, das ist alles nix. Endlich habe ich auch 2 Eier. So. Mal zurück. Jemand zu Hause? Endlich. Was frage ich? Nee. Oder doch? Brauche ich nicht. Ach ja, so ist das, ne? Jemand da? Waren wir denn hier schon drin?
so. Die sind alles nur Bauernhäuser. Bärenhöfe. Na komm her. Mais hast du, glaube ich, jetzt nicht mehr so gebraucht, ne? Ja, Mais geht im Moment noch, aber... Weil da haben wir ja eine Menge Säcke gefunden gehabt, ne? Mhm. Aber die sind da ja auch so schnell weg. Weil du kriegst ja... Die Pflanzen bleiben ja nicht stehen. So wie in der Mod. Du musst ja immer wieder neu anpflanzen. Siehst du? Ich weiß nicht, was ich machen wollte. Ich muss noch mal in unseren Garten. Dann nehme ich die Mais hier mit. Warte mal. Holzbogen. The pinky and the brain, 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 brain. Genau. Oh, das legen wir. Gut. Hey, Kumpel, steht er da auch auf? Na? Oh, hier ist noch einer. Didi. Werkzeugkasten. Nix drin. Auto ist leer. Na ja, dann mal rennen die Brüder. Oh, und dann gebe ich fest meine Pfeile wieder her. Keine Knarre im Trockner, ne? So eine Sauerei. Wie gesagt, es ist alles etwas schwierig hier. Etwas ist gut. Ja. Etwas ist gut. Boah, ich bin jetzt wieder so finster. Nee, da bringe ich auch gleich wieder mit. Brauchen wir auch einen Teil. Mariere mal. So, was haben wir hier? Tor. Na. Jungs, macht langsam. Ich hab Hunger, ich hab Durst, ich hab keine Ausdauer. So, die Li haben wir irgendwo keinen. Warum habe ich keinen Safe hier in der Bude? Das ist ja nicht zu fassen. Du wolltest mich doch jetzt nicht schlagen, oder? Du kannst ja mal probieren. Ey, nicht alle auf mal. Nicht alle hier rein. Nee. Ich bin hier auf Klo. Also, Leute, nicht alle. Die wollen die Notfall-Toilette bringen. Ja, das glaube ich auch. Nein, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Hey Leute, so nicht. Nein, oh, oh, oh. Das sieht aber schlecht aus jetzt, Jungs. Das sieht aber echt... Ja, sprich dich aus. Irgendwas sagt mir, du bist gestorben. Nein. Ich bin nur ausgerutscht auf der Wannenkante. Bin ja leicht auf der Badewannenkante. Badewannenkante und bin so da, weißt du, ne? Also so, ne? Ja. Beim Rucksack, mal sehen, wo ich rauskomme. Mit dem Hinterkopf aufs Gesicht gefallen. Ja, genau. Na komm. Passiert mal, ne? Kann passieren, definitiv. Yep. Verstehe ich gar nicht, Ruche, oder? Passiert uns nie, ne? Ne, auf keinen Fall. Nah tot. Ich hab nah an tot. Na toll. Nicht mehr, ein Glück. Ja, du bist nah am Tod. Machen wir mal zu. Machen wir den erstmal auf. Wart ihr schon im Bottomless Barrel Buffet? Uiuiuiuiuiuiuiuiui.
Da ist mir einfach entschieden zu viel los. Oh, wir sind auch gleich drei. Ei. Mann doch. Gottes Willen. Gut, war das das? Was? Ach nee, die Quest ist ja im Eimer, wenn ich immer tot bin, ne? Super. Naja, Pech gehabt. Gut, so, ist hier oben noch los. Ich weiß gar nicht, wie viele was? Dinge mir da schon durch den Lappen gegangen sind, durch den Tod. Oh Mist. Warte. Wo bist du jetzt rausgekommen, Tova? Was? Weit weg von deinem Rucksack? Nee, nee. Gleich vor der Tür sozusagen. Okay. Das ging noch. Ja, so viel Glück hast du nicht immer. Nee, das stimmt. Gottes Willen. Waren wir schon? Okay, jetzt gucken wir hier weiter. Reparieren mal. So. Medizin. Da war ein Honig. Na, wundervoll. Da haben wir drauf gehofft. Warte mal, hier geht's weiter, ne? Hier. Und Bums. Bums? Ramspopo. Ach, der Kühlschrank. Oh, Piss. Jetzt sind sie wach geworden. Ja, warte mal, ich wollte hier durch. Na, dann komm mal hier runter. Dann machen wir es mit der Keule. Na, jetzt kriegst du was mit der Keule. Ja. Ach, Mist. Einfach eine mit der Keule. So, gucken wir mal, was hier oben war. Ja, wo sind sie denn? Oh, Mist. Warte mal, was ist denn hier los? Wieso komme ich hier denn nicht weg? Jetzt. Hallo, ihr Trottel. Ich bin hier. Genau. Drecksviech. So, ein Internet geschossen. Burn, Baby, burn. Oh, Mist. Ich hab ne Pistole. Glückwunsch. Na, guck an. Weißt du, wo die war? Im roten Handtäschchen. Nee. Also, da hab also ich jetzt nach Handtasche zu Ausschau halten. Also da habe ich jetzt auch noch keine gefunden. Das ist zwar nur eine Einser, aber ist mir ja wurscht. Ist ja schon mal ein Anfang, ne? Da müsste alles andere jetzt auch funken. Ja, dann müssen wir auch bald eine finden. Ich habe jetzt damit gerechnet, dass ich hier wieder hier weiß ich geil oder irgendein Mist finde. Geld vor allen Dingen. Mhm. Aber sicher nicht aber mit der Pistole, habe ich gerechnet. So, was ist das denn? Das ist doch cool. Auf jeden Fall. Krieg. Das sind Roboterteile. Autsch. Nein, dann kommt halt runter. Was ist das denn hier? Ja. Wollen aber auch nie sterben. So. Nee, die halten sich ganz hartnäckig.
Ja, wie ist meine Ausdauer da hoch ist, wieder durch die extrem Hunger und Durst. Da kannst du nur so ein paar Knüppelschläge machen, dann war's das. 17 Uhr. Uiuiui. Ja. Dann würde ich mal sagen, fahre ich nach Hause und mache mich mal leer und sortiere den Mist mal ein. Und dann ist auch schon wieder fast, ne? Ja. Kurz vor knapp und fertig machen, würde ich sagen. Ja. Aber die Folge ist auch durch, da sage ich mir nochmal Hallo und herzlich willkommen, dass ihr dabei wart. Und sehen wir uns beim nächsten Mal, nicht? Tschüss. Immer was Neues. Ja, stimmt, war mal was Neues. Ach ja. So.